Okay, schwarz. War gerade in der Mitte, ich gehe gleich hinterher. Und vielleicht kriege ich ihn. Der kauft sich einen Bogen. Oh, nice. Ah, fuck, der hat ein Eisenschwert. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bettgeschichten. Ja, Bed Wars, Hashtag Bettgeschichten, genau. Und ja, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt wieder das alte Format nehmen soll, dass immer, wenn ich ein Bett kaputt mache, dass ich eine Frage beantworten soll, weil da kommen einfach weniger Fragen dran. Nur so macht es das halt ein bisschen spannender und so habe ich halt dann mehr einen Reiz, die Gegner direkt anzugreifen und so. Und ja, mir wurde auch Feedback gegeben, dass das ohne die Betten zu zerstören ein bisschen langweilig ist oder halt nicht so spannend ist wie die anderen Folgen davor. Und ja, ihr müsst einfach mal entscheiden, ob ich das jetzt so machen soll, dass ich einfach immer nur eine Frage beantworte, wenn ich ein Bett zerstöre oder halt um eine Wartezeit zu überbrücken. Oder ob ich eine Frage beantworten soll oder ne, wie habe ich es gemacht? Oder dass ich halt immer einfach die ganze Zeit Fragen beantworte, ohne Betten zu zerstören. Ich mache jetzt nochmal eine Runde so, dass ich nur, wenn ich ein Bett zerstöre, eine Frage beantworte. Ja, mal gucken, wo der Gegner ist. Hallo? Okay, da oben ist er. Nice, ich habe ihn runtergekriegt. Und batsch, wir haben das erste Bett weg. Der ist auch gestorben. Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen lauter machen. So, vielleicht auf 50. Jo, 50 ist ganz gut. Und dann können wir eigentlich direkt die erste Frage beantworten. Die kommt von Jana Bohrer, @JanaBohrer auf Twitter. @FixYD, kannst du gut zeichnen? Hashtag Bettgeschichten hat sie noch dazu geschrieben. Gut zeichnen, ja, ich weiß nicht genau. Ich habe meinen Bruder, der kann sehr gut zeichnen, würde ich sagen. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich immer so einen Vergleich. Und im Vergleich zu dem kann ich halt überhaupt nicht gut zeichnen. Da schauen halt meine Zeichnungen aus wie, keine Ahnung, Schrott. Und deswegen, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen gut, aber ich kann etwas zeichnen. Und ja, ich zeichne auch relativ viel, so in der Schule, wenn mir langweilig ist und so. Und, ja, keine Ahnung, ich hatte auch mal so ein Zeichenbuch, halt so ein Skizzenbuch. Da habe ich ein bisschen halt rumgezeichnet. Und ja, ich würde sagen, ich kann schon relativ, na, ich weiß nicht, halt ich kann schon etwas zeichnen, würde ich sagen. Zwar nicht so gut, dass ich sagen kann, dass es voll gut ist, aber ein bisschen reicht ja hoffentlich auch. Ich weiß gar nicht, ich könnte euch theoretisch mal irgendwas zeigen. Nur, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Zeichnung da, die ich... keine Ahnung. Wie mache ich das? Ich glaube, ich blende einfach mal so ein Foto jetzt ein hier irgendwo. Auf der anderen Seite oder so von einem Bild, was ich in der Schule gezeichnet habe oder so. Oh Gott, war das mein Bett? Nee. Okay, ich muss mich beeilen. Nein. Ach, komm. Okay, schwarz. War gerade in der Mitte, ich gehe gleich hinterher. Und vielleicht kriege ich ihn. Der kauft sich einen Bogen. Oh, nice. Ah, fuck, der hat ein Eisenschwert. Nein, das war klar. Oh Mann. Schade. Der hätte einfach ein Eisenschwert gehabt. So. Kaufe ich mir schnell ein Dreierschwert. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Und er kommt. Ne, das ist ein anderer. Ach komm, das gibt's doch nicht. Okay, ich hab, glaube ich, verloren. Ich versuche jetzt einfach... Nein! Ach komm, lauf doch weg. Nee, ich habe verloren. Schade, dann hätte ich noch direkt eine weitere Folge dran. Besser gesagt, eine weitere Map. Und zur Zwischenzeit beantworte ich einfach noch eine Frage. Erstmal 8x1 finden. 8x1, 8x1. Hier nochmal Kristall. Nochmal dieselbe Map. Und die nächste Frage kommt von Bloody Beast. Hashtag Bettgeschichten, würdest du ab 1000 Abos ein Special machen, wo du mit vielen deiner Abonnenten spielst oder lieber ein anderes Special machen? Sorry für den Satzbau und Formulierung.
Ja, habe ich mir noch gar nicht überlegt. So 1000 Abos ist noch ein bisschen entfernt, würde ich sagen. Oder so, ja, noch ein bisschen weit weg. Ich habe ja momentan, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube, 830 oder so. Ungefähr. Ja, ich mache auf jeden Fall ein 1000 Abo-Special. Ich hatte ja eigentlich ein 500 Abo-Special geplant, aber das ist dann halt so ins Sand verlaufen ein bisschen. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich mache. Und das mit Abonnenten zusammenspielen ist halt immer so ein Ding. Ne? Ich habe mir mal überlegt, dass ich eventuell so ein Format mache, wo ich mit euch Minecraft Mario Party spiele. Weil dann könnten relativ viele halt mitspielen. Da gibt es auch nicht so auf dem Server, ich weiß gar nicht, wie das Server heißt, Vince oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall auf dem Server gibt es halt auch keine Premiums, die einen dann rauskicken und so. Und dann könnten wir mit einer relativ großen Gruppe halt Mario Party spielen. Und ich glaube, das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht mache ich das auch als 1000 Abo Special, ich weiß noch nicht. Nur da ist halt immer die Sache, wie ich euch kriege, ne? Wie ich euch erreiche am besten. Am besten wäre halt, wenn ihr mir irgendwie auf Instagram oder Twitter folgt. Da sind beide Links in der Beschreibung. Weil ich dann einfach posten kann, wenn ich sage, so, yo, ich will heute das und das aufnehmen, hier Minecraft Mario Party, habt ihr Bock drauf? Dann, oh, stopp, nice, hat der mir Gold da gelassen. Alter, ist das geil, ich habe einfach 7 Gold. so, erstes Battle mit Tod. Also, dass ihr mir am besten folgt auf Twitter oder Instagram und dann, wenn ich sowas plan oder wenn ich sowas machen will, dann schreibe ich das da und dann müsst ihr mich irgendwie adden dort auf dem Server oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache dann. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mir auf den zwei Plattformen folgt, da kriegt ihr halt immer die besten Informationen. Facebook bin ich überhaupt nicht aktiv. Ich weiß nicht, da müsste ich theoretisch mal was machen, aber ja, habe ich noch nicht. So, ich baue mich mal zu dem rüber. Ich muss noch eine Frage beantworten für das Bett gerade. Und zwar von Jennifer at Mistyarks. Was macht der? Nein, ich hab... Ach, komm. So. Von ihr kommt die Frage, würdest du eher dein Handy für ein Jahr nicht mehr benutzen oder für den Rest deines Lebens ein altes Nokia verwenden? Also, ich weiß nicht. Ich habe mir auch relativ spät erst ein Handy geholt. Also, ich glaube, ich würde ein Jahr... Boah, nein! Boah, Alter, so ein Idiot. Ich würde wahrscheinlich ein Jahr auf dem Handy verzichten, weil, keine Ahnung. Nein! Och, komm! Das gibt's doch nicht, dass der mich da erwischt. Ach, scheiße. Ja, ich glaube, ich würde eher ein Jahr auf mein Handy verzichten, weil ich mir denke, so, yo, kein Plan. Ein Jahr kein Handy ist mir eigentlich relativ egal. Ich kann ja da auch alles über den PC machen. Und... Oh Gott, ich hoffe, jetzt kommt keiner rüber. Ich mache mal hier kurz ein Loch rein. Ja, da kommt der Gelbe. Ah, oh Mann, ey. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich mache mir schnell eine 7er Brust. Zack. Und her damit. Okay, kommt der direkt rüber zu mir? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. So. Also, wie gesagt, ich würde mir ein Jahr auf mein Handy scheißen, anstatt dass ich mein ganzes Leben lang so ein Nokia benutzen würde. Weil dann hat man dann kein WhatsApp und gar nichts halt auf dem Nokia. So, kommt der? Ich sehe es nicht, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ob dieser Mensch kommt. So. Okay, er kommt. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Spring! Oh nein, was mache ich? Alter, ich wollte eigentlich das Ding nehmen. Aber war eigentlich relativ gut gemacht. So, dann kriegen wir den Typen. So, aber diesmal... Okay, nice. Nicer Dicer. Ah, das ist voll im Trend, dieses Nicer Dicer vom Bergmann. Aber ich feiere es auch selbst richtig hart. What the f... Halt dein Maul! Nein, 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 nein! Okay, da muss ich erst Blöcke kaufen und alles. 1, 2, 3, Warp Powder, schnell! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Er ist nicht so schnell. Er ist niemals so schnell. Nice. Okay, Okay, sehr gut.
Irgendwie habe ich gerade Lags. Ich glaube, mein Internet kackt gerade ein bisschen ab. Ja, toll. Was macht der Typ jetzt? Baut er sich da ewig hoch? Ich beantworte einfach die nächste Frage von Joey. Ja, Joey Play. Nein, Joey Player. Hashtag Bettgeschichten. Würdest du mal einen Community-Server oder so machen? Ein Community-Server. Ich weiß noch nicht. Oh Gott, ich bin eigentlich ziemlich weit oben. Alter, voll gekrittet. Nice. Oh, knapp. Ein Community-Server. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Server kosten eigentlich was. Soweit ich weiß. Und ich wüsste nicht, was ich auf dem... Nein, mein Bett ist tot. Und ich wüsste nicht, was ich auf dem Server dann spielen sollte. Oder machen sollte. Also momentan habe ich noch nicht geplant, irgendwie einen Server zu erstellen. Oder einen Server zu machen. Okay, der hatte auf jeden Fall... Hatte der Typ eine Enderperle. Und deswegen... Ich muss unbedingt in die Mitte, aber... Da ist gerade jemand. Hoffentlich verpisst er sich. Hat der einen Bogen? Komm, geh bitte weg, geh bitte weg. Nein! Alter! Oh Gott! Ich bin einfach durch die Angel gestorben. Oh Mann! Oh, so eine Scheiße. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Zeit? 11 Minuten. Ah, wisst ihr was? Ich mache einfach noch eine Runde. Okay, 7 hab. Slash hab. So, für die Wartezeit mache ich noch eine Frage von Jennifer Jordan. Ich würde gerne mal so Stages spielen, wenn es das noch gibt. Aber ich habe ewig kein Stages mehr gesehen. Oder ich mache eine Rush Map. Ich mache mal 2x4. Zack. Machen wir mal eine Rush Map noch hinten drauf. Ja, 2x4. Okay. Nächste Frage von Jennifer Jordan. Hashtag Bettgeschichten. Würdest du lieber fliegen können oder unsterblich sein? Fliegen oder unsterblich? Würde ich fliegen können, würde ich wahrscheinlich sterben durchs Fliegen. aber es wäre schon ziemlich nice, fliegen zu können. Aber unsterblich sein wäre halt eigentlich auch ziemlich nice. Es ist eine schwierige Frage. Ich habe noch nie über sowas nachgedacht. Halt, natürlich habe ich schon mal über sowas nachgedacht, so, keine Ahnung, Superkräfte zu haben, mal fliegen zu können oder so. Aber jetzt direkt so im Vergleich. Ich glaube, ich würde... ich glaube, ich würde lieber unsterblich sein. Ich weiß nicht warum, so. Fliegen wäre ziemlich edel. Wird mir schon richtig gut gefallen, aber... Unsterblich sein ist halt auch... Ist halt auch irgendwie geil. Ich weiß nicht genau, aber es ist so spontan, würde ich einfach sagen, so, ja, ich würde lieber unsterblich sein. Aber, ja, keine Ahnung. Eine schwierige Frage auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich würde lieber unsterblich sein, so. Du siehst zwar alle deine Freunde sterben und so und, keine Ahnung, alle deine Verwandten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, mit der Zeit. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich hart, ne? Aber... Oh, ich habe keine Ahnung. Das ist voll die schwierige Frage. aber... Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde lieber unsterblich sein, weil... Keine Ahnung, kannst alles machen, was du willst. Springen! Okay, ich hole mir als erstes mal Gold. Dann kann ich mir einen schönen Bogen machen. Dann bin ich der Beste auf der ganzen Welt. Yay! Ah, sogar 3 Gold. Nice. Oh Mann, habe ich ein Gold, habe ich weggeschmissen. Okay, vielleicht kriege ich noch ein Gold. Oder wisst ihr was? Schau mal, hier, ich schenke dir Gold. Okay, dann halt nicht. Ich rush jetzt einfach rüber. Ich beantworte einfach dabei noch eine Frage. Zwar von Rising BMX. Was war das Ekligste, was du je gegessen hast? Okay, es leben nur 2 andere Gegner. Das Ekligste, was ich je gegessen habe. Alter, ihr stellt mir Fragen, ne? Ich weiß gar nicht. So ein Idiot. Boah, jetzt ist spannend. Stirb! Und Pio! Das Ekligste, was ich hier gegessen habe, ich habe keine Ahnung. Irgendwas Ekliges. Boah, ich habe keinen Plan.
Ich muss echt überlegen. Ich esse eigentlich nichts Ekliges so. Boah, ich weiß es gerade. So spontan fallen mir solche Sachen echt schwer ein. Irgendwann so fallen mir die dann ein, wenn ich so, keine Ahnung, wenn mein Unterbewusstsein weiter überlegt, während ich, keine Ahnung, Minecraft spiele. Irgendwann fällt es mir bestimmt ein und dann sage ich es euch. Aber jetzt so spontan, keine Ahnung, irgendwas verschimmelt, das habe ich bestimmt mal gegessen oder so. Und das ist schon auch ziemlich eklig, ja. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen oben da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, und stellt mir unbedingt weitere Fragen in die Kommentare. Einfach alles Mögliche, was ihr wollt, was, keine Ahnung, was euch interessiert. Oder so, keine Ahnung, würdest du fragen, so, würdest du lieber fliegen können oder unsterblich sein, wie wir gerade in dem Video hatten. Oder, so, keine Ahnung, was für Fragen gibt's noch? Irgendwelche Fragen. Oder was würdest du tun, wenn, keine Ahnung, wenn ein Flugzeug genau auf deinen Kopf landet? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, auf jeden Fall, stellt mir irgendwelche Fragen, damit wir dieses Format am Leben halten. Und ja, ich sag nur noch Tschüss.